Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Nirmala und ich heiße dich willkommen von den Schären in Schweden zu dieser Yoga-Einheit Pure Freude. Und ich mag dich einladen, zu einer gekreuzten Sitzposition zu kommen. Und natürlich kannst du immer auch gerne den Fersensitz einnehmen oder auf dem Stuhl sitzen. Mit der Einatmung deine Arme über die Seiten nach oben zu nehmen, den Herzraum schön zu öffnen und deine Ausatmung. Da lässt du die Hände vor deinen Herzraum sinken. Und mit der Einatmung die Arme wieder auch so über hinten, dass die Schulterblätter schön zusammenkommen, die Arme nach oben. Und ausatmen die Hände vor dein Herz. Und noch einmal ein und aus. Lass dich einatmen in den Herzraum hinein. Mit der Ausatmung gibst du die rechte Hand nach vorne und öffnest die zur Seite, drehst den Blick mit, soweit es angenehm ist für die Halswirbelsäule. Und mit der Einatmung nimmst du aus deiner Umgebung die Energie, die dir gut tut, und legst sie auf dein Herz. Mit der Ausatmung lässt du den linken Arm nach vorne kommen, die Handinnenfläche nach oben und öffnest den linken Arm zur Seite, der Kopf dreht mit, soweit es angenehm ist. Und mit der Einatmung sammelst du ein die Früchte des Lebens, die Früchte aus deiner Umgebung, all das, von dem du weißt, dass es dir gut tut. Atme ein in dein Herzraum. Und ausatmen kannst du jetzt beide Arme nach vorne bringen und zu den Seiten und wie so eine Qualität nach außen strahlen lassen, die du gerne verschenken magst, von der du weißt, dass du zu geben hast. Und mit der Einatmung sammelst du ein, lass dich das, was dich nährt, wie in dein Herzraum hineinfließen, zum Herzen zurück. Mit der Ausatmung öffne dich, schenke. Schön die Schulterblätter hinten zusammenbringen und mit der Einatmung lass das in deinen Herzraum hineinströmen, was dich nährt, was dir gut tut, welche Qualität auch immer gerade da zu dir kommt. Und dann lade ich dich ein, in den Vierfüßlerstand zu gehen. Und mit der Einatmung den Herzraum zu öffnen. Mit der Ausatmung das Steißbein Richtung Erde rund zu werden, die Zehen aufzustellen und dann dein Gesäß nach hinten, oben und zurück. Einatme, atme in den Bauch, in die Rippen, in den Herzraum und lass den Herzraum ganz weit geöffnet. Und wenn du jetzt lange, lange ausatmest, spüre in dein Wurzelchakra hinein, wie das nach oben steigt, während der Herzraum weiter geöffnet bleibt. Ganz lange ausatmen. Und mit der Einatmung wieder den Bauch aus, dehn die Rippen bis unter die Schlüsselbeine und weit bleiben im Herz. Ausatmen nochmal die weite Öffnung im Herzen bestehen lassen, während du lange ausatmest und dabei in dein Wurzelchakra hineinspürst. Und mit der Einatmung bring deinen rechten Fuß nach vorne, setz das linke Knie zum Boden und den linken Fuß kannst du hinten flach machen. Und dann kannst du nach oben kommen hier. Wobei du die linke Leiste so ein bisschen nach vorne schiebst, dein Steißbein so ein bisschen in die Erde. Genau. Und dann schau dich einfach mal um in dem Raum, in dem du bist. Bring deinen Blick auf etwas, das dir gut tut. Manchmal ist das vielleicht so was wie eine Kerze oder ein Lichtstrahl, der Blick aus dem Fenster. Mit der Einatmung nimmst du wieder die Arme über hinten und nimmst das, was dir gut tut, in dich auf. Und vielleicht kommt auch wie eine Erinnerung an das Lächeln von einem Kind oder der Blick deines Haustieres. Mit der Ausatmung bringst du die Hände vor deinem Herz und verbindest dich mit dieser Energie von Freude im Herzen, die da ist, auch wenn sie gerade nicht spürbar ist, steht uns allen als Qualität zur Verfügung. Und mit der Einatmung
Verbinde dich mit etwas, was Freude in dir auslöst. Und wenn es gerade nichts gibt, was Freude in dir auslöst, verbinde dich mit etwas, was sich besser anfühlt als der Rest oder okay ist. Vielleicht eine Blume, an die du denken magst, ein Ereignis mit der Ausatmung. Spüre in deinen Herzraum die Qualität von Freude. Und wenn du dir nur Freude vorstellst, die Freude vielleicht von jemand anderem, manchmal ist das schon unterstützend für uns. Und noch einmal mit der Einatmung die Arme nach oben nehmen. Und mit der Ausatmung die Hände vors Herz. Und dann deine Hände neben deinen rechten Fuß zu setzen, die linken Zehen aufzustellen, das linke Bein lang zu machen. Beckenboden nach innen oben nehmen, Steißbein zur Erde und dann richtest du dich hier auf, öffnest wieder den Herzraum, die Arme geöffnet, Atmest Freude Steißbein Richtung ein Erde. Atme Freude. und mit der Ausatmung lässt du Freude in deinem Herzraum erstrahlen. Und das kannst du noch ein paar Mal machen mit der Einatmung, wie Freude einatmen. Und vielleicht auch mit der Ausatmung, wie über die Arme und Hände, wenn du sie jetzt nach unten nimmst, Freude in die Welt hineinbringen. Und hier ist mein Mikrofon, Batterie alle nach einer Woche segeln. Und wir gehen kreativ damit weiter. Einatmen, bring dein rechtes Bein nach hinten und ausatmen, komm nach unten zur Erde. Und jetzt mit der Einatmung in die Kobra, mach den unteren Rücken lang, öffne deinen Herzraum, roll die Schultern nach hinten unten. Atme in deinen Herzraum hinein und öffne wieder all das, was eng ist. Öffne das für Freude. Vielleicht tut es dir auch gut, wie an ein Wesen zu denken, was in Freude ist. Dir die Augen vorzustellen eines geliebten Menschen. Und mit der Ausatmung kommst du zurück in den nach unten schauenden Hund. Und dann mit der Einatmung kannst du dein linkes Bein nach hinten, nach vorne bringen. Steißbein wieder lang machen. Beckenboden nach innen oben, die rechte Leiste drückt so ein bisschen nach vorne. Und dann kannst du den unteren Rücken richtig schön lang machen mit der Einatmung. Wieder deine Arme über die Seiten nach oben nehmen und atme dir Freude in deinem Herz. Atme dir das in dein Herz, was dir gut tut. Das kannst du mit der Ausatmung wie genau diese Energie zu deinem Herzraum bringen. Und nochmal mit der Einatmung. Freude einatmen, helles einatmen, Licht einatmen. Mit der Ausatmung genau diese Energie zu deinem Herzen hinbringen. Und noch einmal einatmen, das Freudvolle und ausatmen, genau das in dein Herzzentrum bringen. Und dann kannst du die rechten Zehen aufstellen, die rechte Ferse nach hinten verlängern, Beckenboden nach innen oben. Unterbauch nach innen oben, mit der Einatmung nach oben kommen und dann machst du die V-Position mit deinen Armen und lass dich ganz mit deinem Herzraum in Verbindung sein. Spür, wie auch alles, was eng ist, was fest sitzt, von Raum umgeben ist, von Weite umgeben ist. Und wenn du dich mit nichts verbinden kannst, was freudvoll ist, dann schau dich um, schau, ob es irgendwas gibt, wo dein Blick rauf fällt, was mit Leichtigkeit zu tun hat. Vielleicht eine Kerze, vielleicht das Licht in deinem Raum, vielleicht der Blick aus dem Fenster. Wo wird's heller? Vielleicht erinnern an das Lächeln eines Kindes, an den Blick deines Haustieres. Mit der Ausatmung bring die Hände wieder zur Erde und dein linkes Bein nach hinten. Spür die Kraft hier, setz die Knie auf und fang dann an, deinen Herzraum zu bewegen. Und zwar so richtig frei, dass du auch all das, was nicht in Freude ist, all das Enge, und vielleicht denkst du schon die ganze Praxis lang, oh, hier fühlt sich überhaupt nichts nach Freude an. Bring genau das in Bewegung. Spür den Raum drumherum. Nimm auch die Schultern mit. All das darf sich durch dich durchbewegen.
und geben von Raum und Weite. Vielleicht magst du die Mundwinkel ein bisschen nach oben bringen, auch wenn es sich erstmal komisch anfühlt. Lass dich genau damit gehen. Schau, wo es dich hinfließen lässt. Und wenn du dann das nächste Mal rund bist, dann lass dich mit dieser Rundung auf deine Fersen kommen und streck deine Hände nach vorne aus und lass deine Stirn zur Erde gleiten. Nimm den Boden unter dir wahr. Vielleicht magst du die Hände neben deine Füße bringen und öffne die Rückseite deines Herzens. Erlaub Freude in dich hineinzufließen, ohne dass du dafür etwas tun musst. Gerne kannst du hier so lang bleiben, wie du magst, und sonst zum Abschluss dich nochmal auf deinen Rücken legen. Sei dabei achtsam, schau, dass du warm bleibst. Bring die Fußsohlen aneinander, die Knie können nach außen fallen. Und natürlich kannst du immer so liegen, wie es für dich gut ist. Vielleicht magst du die Arme neben dir ausbreiten, vielleicht auch die Hände auf dein Herz legen. Und wie wäre es, wenn Freude einfach so zu uns kommen dürfte, im Nichtstun, wenn wirklich gar nichts irgendwie sein müsste? Vielleicht magst du dafür auch noch deine Arme 90 Grad weglegen. Und vielleicht hörst du das Geräusch der Wellen im Hintergrund. Oder magst dich mit einem Licht in einer Wohlfühlfarbe verbinden, die wie in dich hineinströmt, in deinen Herzraum, in all die enge Bereiche, in das Gedankenchaos. Wellen, Geräusche, Licht, Farben, die mit Leichtigkeit zu tun haben, vielleicht mit Freude zu tun haben. Los, lass dich in dieses Licht, in diese Wellen des Lebens hineingleiten, in dem du gar nichts tun musst und nicht irgendwer und irgendwie sein musst. Lass dich so lange ruhen, wie du magst. Danke, dass du hier bist, dass ich dich begleiten darf. Vielleicht hast du mal Lust, auf meine Webseite zu schauen. Schweigeretreat im Liegen mitzumachen vielleicht oder ein Embodiment-Seminar. Ich danke dir ganz herzlich. Bleib so lange ruhen, wie es für dich gut ist. Ganz viel Liebe von mir zu dir. Aus Schweden.